Die Videoberichterstattung der Sportunion Neckarsulm wird Ihnen präsentiert von Immobilienservice Zartmann Neckarsulm. Academy Fahrschule SGH in Heilbronn. Und Wittmann Zartmann Raumausstattung und Fußbodentechnik. Sportunion TV. Der YouTube-Channel der Sportunion Neckarsulm. 28. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg und der hat eine ganz schwere Aufgabe für unsere Sportunion parat, nämlich das Gastspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten, beim Freiburger FC. Und wie sagte Maxi Gebert vor dem Spiel so schön, das ist für die Birne das schwerste Spiel des Jahres. Recht hat er, denn alles andere als 3 Punkte zählt nicht hier im Breisgau. Das war ein Muss. Spiel, ein Muss-Sieg und das ist natürlich mental nicht sehr leicht. Aber Sportunion war sehr fokussiert zu Beginn und startete stark. Hier haben wir Lauritz Fischer, spielt rüber zu David Gotowatz. Goto zum ersten Mal seit längerem wieder in der Startelf. Dann wieder Lauritz Fischer legt auf für Pascal Pander, der in die Mitte und Emma McDonalds entscheidend gestört von Lukas Boro. Erste Chance für die SUN. Die 6. Spielminute, wieder David Gotowatz auf Pascal Pander, der in die Mitte abgefälscht und Achtung, Emma McDonalds akrobatisch und man kann es ganz, ganz schwer erkennen, aber der Ball geht Andreas Fischbach an die Hand, natürlich keine Absicht, aber er verbreitert den Körper und daher absolut in Ordnung die Entscheidung vom Referee und Steven Neupert läuft an und er versetzt David Bergmann 1:0, ganz sicherer Elfmeterschütze, der Steven, kann mich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal verschossen hat. 1:0 für die Sportunion. Ja, besser kann es ja kaum losgehen in der 7. Spielminute. Schauen wir uns noch einmal an. Da schaut er den David Bergmann, der sich früh vor die linke Ecke entscheidet, aus. Und Steven mit dem wichtigen 1:0 für unsere Sportunion. Aber 9. Spielminute, nur 2 Minuten später. Achtung! Zunächst hier ein weiter Schlag nach vorne. Dann kommt der Ball zu Thomas Brommer, der will ihn nach vorne befördern, abgefälscht und dann nimmt er ihn direkt, der Mattis Eggert und trifft zum 1:1. Uiuiui, richtig krasser Rückschlag für die Sportunion in der 9. Spielminute. Das hätte nicht passieren dürfen, aber schauen wir uns noch einmal an, wie es passiert ist. Hier noch einmal abgefälscht, irgendwie kommt der Ball zu Eggert und er macht das natürlich überragend aus der Luft. War auch der beste Freiburger gestern, ohne Frage, der Mattis Eggert. Schönes Tor, 1:1, aber wie reagierte die Sportunion? Es gab einen kleinen Bruch im Spiel. Es war schon mental jetzt ganz, ganz schwer nach dieser frühen Führung und dann diesem unglücklichen Ausgleich. Wir sind in der 14. Spielminute. Hier haben wir Emma McDonalds, dann Zeller. Ball kommt dann wieder zu Eggert, der auf der rechten Außenbahn hier. Ball kommt in die Mitte und dann ist es David Tritscher mit dem Kopf, hat sich da aber vorher ein bisschen mit den Händen Platz verschafft. Weiter geht's in Minute 19. Zeller mit dem Fehlpass auf Steven Neupert. Er sieht, dass Maxi Gebert durchstartet. Der in die Mitte und da ist es Pascal Pander, spitzer Winkel und David Bergmann rettet hier famos. Schade, gute Chance zur erneuten Führung für die Sportunion. Dann die 28. Spielminute. Ball kommt wieder zu Thomas Brommer. Jetzt Achtung, hopft wieder dieser Ball und dann wird diese Kerze daraus. Ball kommt zurück und dann ist es die Nummer 19. Hendrik Gehring und Thomas Brommer kann klären. Die 39. Spielminute. Ball von Tritscher verlängert auf Robin Hinrichsen. Der zieht in die Mitte. Ball kommt dann zu Polzer, der zieht ab. Zum Glück entscheidend gestört von Julian Grupp. Und Thomas Brommer kann aufnehmen. Einen haben wir noch in der ersten Halbzeit, Nachspielzeit, 48. Spielminute. Da kommt gleich wieder auf rechts Robin Hinrichsen an den Ball. Ball dann wieder zurück. Nach links außen und dann kommt die Flanke und wieder Eggert,
aber übers Tor. So blieb es beim 1:1. Zur Pause, wir sind gleich zurück. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Komm zu uns, egal welche Führerscheinklasse. Bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Weiter geht's, 49. Spielminute, wieder Freiburg. Sportlingen hatte sich viel vorgenommen für den zweiten Durchgang. Leistung war auch steigerungsfähig. Hier haben wir Fabian Amrain, der Kapitän, legt raus auf neben Ivancic. Dann in der Mitte schon eine große Chance geklärt. Und dann kommt der eingewechselte Marco Anliger mit dem Gewaltschuss. Und dann muss er sich strecken, Thomas Brommer. Absolut gefordert in dieser Situation, klärt aber zur Ecke. Die 61. Spielminute, die Sportunion. Hier haben wir Emma McDonalds, sieht dann Jonas Selz und jetzt Achtung, 30 Meter, Jonas Selz zieht er ab und da hätte er gar nichts mehr machen können, der David Bergmann, aber Pech für unseren Abwehrmann, Ball geht an den Pfosten. Eine Minute später, der Freiburger FC. Partie stand spitz auf Knopf. Hätte in beide Seiten ausschlagen können. Hier noch einmal die Freiburger. Wieder Pass auf Egger. Da ist er durch im 1 gegen 1. Und wieder fantastischer Reflex von Thomas Brommer. Hielt hier seiner Mannschaft das Remis fest. Dann kommen wir zur 64. Spielminute. Das ist Leo Marmolaku mit dem Freistoß. Und dann Achtung, Tobi Fausel, meine Güte, wie macht er den denn an die Latte? Was für ein Pech. Zweites Mal Aluminium für die Sportunion. Dann die 67. Spielminute. Julian Grupp, Emma McDonalds. Setzt sich da schön durch, zieht in die Mitte rüber auf Tobi Fausel. Dann zunächst geklärt, Ball kommt dann auf Lauritz Fischer. Der zieht in die Mitte und da ist Pascal Panda und es steht 2:1. Und war das ein wichtiger Treffer von unserem Pandi. 2:1, ja, da hatten wir zunächst befürchtet, dass auf Abseits entschieden wird, aber... Schiedsrichterassistent sagte, Pandi kam von hinten, ist auch nicht aufzulösen. Sie steht da schon irgendwie weit vorne, keine Ahnung. Aber Treffer zählt und der war so wichtig für die Sportunion. 2:1 in der 67. Spielminute. Auch in der nächsten Szene ist Pascal Panda beteiligt. Achtung, Wumms, was für ein harter Check von Robin Hinrichsen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, da war, konnte er glücklich sein, dass er nur gelb sah. Ganz üble Szene. Wir wollen ihm da keine Absicht unterstellen. War auch sonst sehr, sehr fair, der Robin Hinrichsen. Aber das war eine ganz üble Geschichte. Weiter geht's mit den Freiburgern. Kaum Zeit, durchzuatmen. Ball hier wieder auf Eckert. Der dann rüber. Und was eine Chance. Ist dazu überrascht. Daneben Ivancic. Und Glück für die Sportunion. Und einen haben wir noch in der 82. Spielminute. Wieder die Freiburger, die nun Druck entfachten. Sportunion warf sich in alles, kämpferisch hervorragend, aber trotzdem, hier war er durch, der Frederik Polzer lupft und knapp am Tor vorbei, da haben wir die Luft angehalten, bleibt beim 2:1 und das war's. Gelb-Rot gab es noch für Maxi Gebert, aber ohne Auswirkung. Sportunion mit dem ganz wichtigen Dreier. Und zum Abschluss dieser Begegnung haben wir mal was ganz anderes für euch. Ich hoffe, YouTube sperrt uns das nicht, nämlich die Feier danach in der Kabine. Woo!
Und noch Euro zu Maxi seiner Frisur. Deswegen haben wir heute gewonnen. Ja, sieht aus wie ein anderer Mensch, aber ich find's gut. Ich find's gut. Oh, Ingo, her! Ach du Scheiße. Bier verleppert. Bier verleppert.